Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin offensichtlich wieder unterwegs. Ein prächtiger Tag. Heute ist eine längere Tour geplant. Wir gehen in die Berge. Was offensichtlich heute auch noch anders ist. Zwei Dinge. Zum einen bin ich nicht mit meiner geliebten Harley unterwegs, sondern mit meiner Susi. Und was das auf sich hat, das erzähle ich euch dann noch später. Und zum anderen bin ich heute auch nicht alleine. Ich gehe mit meinem Kollegen, dem Pat. Der wird mich heute begleiten. Und da freue ich mich doch riesig drauf. So, jetzt bin ich gespannt, ob er schon bereit steht. Oh, 30er Zone. Ich wollte ja noch kurz erzählen, weshalb die Suzuki, die V-Strom und nicht meine Harley. Also eigentlich sind beides hervorragende Motorräder. Die Harley ist wahrscheinlich sogar das beste Motorrad, das ich je hatte. Und ich hatte schon viele. Aber die Harley hat zwei gravierende Nachteile. Das eine ist das Gewicht und das andere sind die Bremsen. Und vor allem, also speziell wenn es in die Berge geht, mit Spitzkehren, Steigungen und Gefällen und Bremsen und Runterschalten, Hochschalten, da ist die Suzuki wesentlich komfortabler. Und der andere Grund, die Harley hat jetzt beinahe 60.000 Kilometer auf der Uhr. Ich will sie ein bisschen schonen, damit sie noch ein paar Jahre hält. Und deshalb die Susi. Ich freue mich drauf. Das ist eigentlich die erste größere Tour, die ich jetzt mit dir mache. Morgen und? Frisch und fit? Ja, morgen. Noch zur geplanten Route. Wir fahren jetzt also durch das Emmental, über den Glauben-Bielen-Pass und über den Brünig-Pass Richtung Alpen. Und dann von da geht es über den Grimsel-Pass und dann den Furka-Pass nach Andermatt. Und in Andermatt werden wir uns dann entscheiden, wie wir uns fühlen, wie die Verfassung ist, wie die Lust und Laune ist, ob wir dann noch die Zusatzschleife machen über den Oberalp-Pass, Lukmania-Pass, zurück über den Gotthard-Pass, wieder nach Andermatt oder direkt von Andermatt am Vierwaldstättersee entlang wieder zurück nach Hause. Schauen wir mal. Jetzt geht's los, genau. Ja, von der Seite komme ich nicht rauf. Ich bin ein alter Sack. Oh, ja. Oh. Mein Gott. Auf geht's! Juhu! Also jetzt geht's immer Richtung Gotthard. Wir fahren aber nicht auf der Autobahn natürlich, sondern jetzt geht's dann weg ins Entlebuch. Und dann ein paar Voralpenpässe. Dann geht es richtig in die Berge. So, ich glaube, ja genau hier rechts weg ging es auf den Glaubenbergpass. Wir gehen jedoch über den Glauben-Bielenberg-Pass oder Glauben-Bielen-Pass, ich weiß gar nicht recht, wie der heißt. Der verläuft eigentlich parallel zum Glaubenbergpass, aber der Glaubenbergpass ist ein bisschen bekannter. Dieses ganze Gebiet hat noch einen besonderen Status als UNESCO-Biosphäre. Und das aus dem Grund, weil es hier so wahnsinnig schön ist. Ja, die haben recht. Hier ist es voll schön. Ah, was für ein herrliches Bergsträßchen hier. Ah, ich liebe so solche Straßen. Wobei, man muss schon ein bisschen vorsichtig fahren, weil die Straßen sind eigentlich relativ eng und da muss man immer bremsbereit sein, ja, wie zum Beispiel jetzt.
Boah, das ist ja der Hammer hier. Spitzkehre. Oh. Moment. Das schaffen wir nicht. Der ist zu groß. Übrigens, Postautos in diesen Berggebieten haben immer Vortritt. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, schon oben. Hä? Sieht auch, das ist ein bekanntes Wandergebiet. Viele Gruppen unterwegs jetzt in der Ferienzeit. Oh, das nenne ich mal einen Aussichtspunkt. Uhu. Die Koordinaten blende ich euch dann nachher hier oben noch ein. Hä? Ah. Juhu. Übrigens, ich muss mich noch korrigieren. Also die Gegend hier, die heißt Glaubenbielen, aber der Pass, der heißt Glaubenbühlpass. Ungefähr 1700 Meter hoch. Heiland, zack. Zum Teil wissen sie nicht, wie fahren hier. Brauchen die ganze Straßenbreite. Ah, das ist wieder eine Aussicht hier. Jetzt sind wir kurz vor dem Brünigpass. Das hier ist der Lungerer See. Und hier gibt es noch einen sehr schönen Aussichtspunkt, wo man herrlich auf den Lungerer See blicken kann. Ziemlicher Verkehr hier. Aber ist ein wirklich schöner Aussichtspunkt. Dem haben wir jetzt, sind wir jetzt voll vor die Schnauze gefahren. Das tut mir dann leid. Ups. So, jetzt sind wir oben auf dem Brünigpass. Das ist auch, ich glaube, das ist ungefähr 1800 Meter oder so. Auch ein Voralpenpass. Brünig. Ja, das sind nur 1000 Meter, das ist ja gar kein richtiger Pass. Dieses Dorf hier heißt Meiringen. Das hier ist die Aare-Schlucht. Hier hat man die Möglichkeit, so auf einem Steg der Schlucht entlang zu laufen, ungefähr eine halbe Stunde, und dann kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert. Wow, hier mit dem Fahrrad hoch. Das ist auch noch etwas. Respekt vor der Leistung. Herrliche Gegend. Juhu! Grimselpass, 1265 Meter. Jetzt hier machen wir eine Pause. Ja, da hat sogar Motorradparkplätze. Juhu! Grimselpass. Gehen wir in den Murmeltierpark. Ich bin gespannt, was für Tiere das es da hat. Kamele. Giraffen, genau. Oder Tiger. Gar keine Murmeltiere und Tiger auch nicht. Ich will mein Geld zurück. Geht's auf zum nächsten Pass.
dem Furkerpass. Wenn man da ganz genau guckt, da drüben, da sieht man noch die Straße und das ist auch die Passhöhe vom Furkerpass. So, da drüben, da sieht man jetzt die Furkerstraße. Und da ist das Hotel Belvedere. Hier unten, da, das ist schon das Wallis. Spitzkehren. Ja, jetzt kommen einige Spitzkehren. Das war jetzt eben halt mit ein Grund, weshalb ich die Susi genommen habe, weil die hat so fantastische Bremsen. Da kann man mit zwei Fingern gehen, kann man das Mofa perfekt kontrollieren und abbremsen. Mit der Harley, da muss man schon zupacken. Dieses Dorf oder diese paar Häuschen hier heißt es Gletsch. Und der Grund dafür ist ja nicht mehr so offensichtlich, aber früher kam der Aletschgletscher bis beinahe herunter. Aber unterdessen ist der natürlich so weit zurückgeschmolzen, dass man hier gar keine Gletscher mehr sieht. Furkan, genau. So, wenn man jetzt also guckt, hier unten ist die Ortschaft Gletsch und das da ist der Rest vom Aletschgletscher. Wie gesagt, früher kam der bis ganz runter. Aber schon lange nicht mehr, das war vor 100 Jahren, dass der mal da unten war. Oder eigentlich so lange, jetzt auch wieder nicht. Wenn wir dann da oben beim Hotel Belvedere sind, muss ich noch eine kleine Anekdote zum Besten geben. Aber erst, wenn wir da sind. So, hier ist also dieses berühmte Hotel Belvedere. Ich glaube, hier gibt es auch irgendeinen Zusammenhang mit einem James Bond-Film. Aua. Ciao. Das Schienbein. Das war der Grimselpass, von da sind wir jetzt gekommen. Dann hier hochgefahren. Und wenn man jetzt da bei Gletsch, da unten weiter das Tal abwärts fahren würde, dann kommt man ins Wallis. Noch kurz zu der Anekdote, die ich euch vorher angedeutet habe. Also da ganz da hinten, da sieht man noch ganz wenig vom Aletschgletscher. Als ich klein war, ja, so kleine Zeit wieder nicht mehr, so sagen wir 12, 13 Jahre, bin ich mal hier mit dem Fahrrad gekommen. Ja, man mag es kaum glauben. Aber schon damals mit zwei Rädern unterwegs, aber noch ohne Motor. Und dann war hier die Möglichkeit, dass man hier diesen Weg entlang direkt in die Eisgrotte hineinlaufen konnte. Also da, wo jetzt die Fahne weht, da war der Gletscher. Und da hat es so eine Eisgrotte, Eishöhle gehabt, die man damals noch gratis angucken konnte. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, was da alles verschwunden ist, wie viel Gletscher das da abgeschmolzen ist. Unfassbar. 50 Meter Dicke und 2-3 Kilometer Länge. Alles weg. Und das Entscheidende hier ist eigentlich, dass dieses Wasser hier, das da vom Gletscher kommt, das speist das ganze Wallis. Sonst im Wallis regnet es relativ selten, weil links und rechts sind Berge. Und daher sind die absolut angewiesen auf dieses Wasser hier. Und wenn dann da der Gletscher mal weg ist, dann ist auch das Wasser weg und dann vertrocknen die. Klimaerwärmung, ja. Gold. Ja. Jetzt habe ich gerade noch einen peinlichen. Das ist gar nicht der Aletschgletscher, das ist der Rhonegletscher. Jetzt hat mich fast der Schlag getroffen. Für zwei Sandwich, kleine Sandwich,
mit ein bisschen Schinken drin und ein 5 Deziliter Mineralwasser. 20 Euro. Das ist ein Motorrad. Bereit? Ja, ewiger Schnee! So, Furka-Pass 2436 Meter. Wow, gigantisch hier. Das ist auch ein cooles Abenteuer mit dem Moped hier rauffahren. So schön! Sensationeller Ort hier. So, jetzt schnell. Köstlich. Selbstgemachte Frühlingsrolle. Sehr, sehr gut. Jetzt geht's also den Furka Pass hinunter nach Andermatt. Und wir haben jetzt gerade entschieden, dass wir die restliche Tour noch machen. Also jetzt kommen noch fast drei zünftige Alpenpässe. Da hinten, da sieht man Andermatt. Und gleich dahinter, da sieht man dann schon die Serpentine vom Oberalpass. Da geht es jetzt hin. Au, der lässt uns vorbei. Das ist ein Lieb. Danke. Merci. Oh, hier ist noch ein Campingplatz. Das ist cool. Hier sind wir jetzt also in Andermatt. Oh, ein Haufen Leute auf der Straße. Für Motorradfahrer hier. Jetzt kommt der Aufstieg zum Oberalpass. Von da sind wir gekommen und wenn man da vorne links wegfährt, dann kommt man auf den Gotthardpass ins Tessin und schlussendlich nach Italien. Wow. Hier gibt es einen Zug. Oberalpass 2048 Meter. Der Turm hier, der ist ganz berühmt. Ich glaube, das ist hier die Wasserscheide zwischen Rhein, Rhone und Ich muss mal gucken, ob es noch einen gibt. Wir fahren jetzt gleich weiter. Der Lukmania-Pass ist der nächste. Der ist ungefähr eine halbe Stunde von hier, würde ich jetzt schätzen. Ui. Das ist jetzt aber ein bisschen mutig. Ja, genau. Oh, 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 oh. Das war jetzt nicht so schlau. Ja, manchmal verschätzt man sich eben auch bei diesen Überholmanövern. Und plötzlich ist dann doch alles viel länger, als man gedacht hat. So schnell geht's, dann wird's riskant. Das wollen wir ja nicht. Ne? So, jetzt sind wir dann gleich in diesen Tiss. Und da ist dann auch die Abzweigung zum Lukmania-Pass. Jetzt habe ich noch zwei Striche im Tank. Dann denke ich, dass wir hier noch Benzin holen, bevor wir da wieder erneut in die Berge fahren. Jetzt schon wieder eng hier. Jetzt bin ich gar nicht sicher, ob es hier noch eine Tankstelle hat. Das ist jetzt der Aufstieg zum Lukmania-Pass.
Der geht eigentlich parallel oder fast parallel zum Gotthardpass und ist auch eine Verbindung in den Süden. Aber viel weniger bekannt, darum gibt es hier fast keinen Verkehr. Uiuiui. Es ist der Wahnsinn. Hier gibt es sehr schöne Badegelegenheiten. Aber ich glaube, das Wasser hier in diesem Fluss ist noch ziemlich kalt. So. Lukmanier Pass. Judi, hudi, hui. Ich glaube, der ist nur knapp 2000 Meter hoch. Der Hintern tut weh. Die Schultern, ja, ein bisschen verspannt. Aber wir sind ja zum Glück schon beinahe in der Hälfte. Er ist am Verzweifeln. Nee, ist nur Spaß. Ja, wir sind jetzt ziemlich genau in der Hälfte. Da unten gibt es noch so ein Snackstore. Da muss ich mal vorbeigehen und gucken, was die haben. Wow! Sieht ja super aus. Schellet? Ja. Danke dir mal da. Danke sehr. Das Engelsflügeli. Mm. Sehr geil, ne? Was ist das genau? Schwinsfilet. Ah ja. Luftgeröchnet. Mm-hmm. Wie Salami. Mit dem Edelschimmelsalz. Genau. Schmeckt ein bisschen wie Salami. Einfach fast kein Fett drin. Sehr gut. Genau. Genial. Da wäre jetzt Alpkäse. Mhm. Von der Alp vorne. Steht schon. Von da? Ja, von der Stadt. Ah, ja. Wenn ihr es wollen. Dann wäre alles 10 mehr 58 Franken. Gell? Ja, gell? So. So. Eingekauft für heute Abend. Juhu, alles lokale Produkte. Das ist herrlich, das hat geschmeckt. Köstlich. Ich denke, wir machen uns jetzt besser relativ zügig auf den Weg, weil die Wolken werden immer dichter, immer dunkler. Und wahrscheinlich gibt es heute Abend noch ein paar Gewitter und die wollen wir natürlich nicht erwischen. Aber das freut mich jetzt da mit diesem Käse und dem Trockenfleisch. Das werde ich gleich verköstigen heute Abend. Alle Kühe müssen nach Hause gehen. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Das ist schon noch irgendwie erstaunlich, wie die wissen, wo sie hingehen müssen. Dass es jetzt Zeit ist zum Schlafen gehen. Das war jetzt noch ein spannender Unterbruch. Tschüss, Kuh! Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel auf so einer Reise, auf so einer Motorradtour immer passiert. Passiert immer etwas. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich irgendwie ein, zwei, drei Stunden unterwegs war und es war nur schöne Landschaft. Irgendwo gibt es immer Action. Das ist eben das Schöne am Motorradfahren. Oh, ich bin viel zu schnell. Das kommt vom Quatschen. Ja, seht ihr sogar, die Häuser sehen italienisch aus. Hat sich jetzt alles ein bisschen geändert, seit wir auf der Alpen-Südseite sind. Spannend. Jetzt sind wir wieder unten im Tal, also eigentlich im Tessin jetzt. Jetzt sieht man auch, die ganzen Ortschaften sind alle auf Italienisch. Jetzt fahren wir noch etwa 10 Kilometer das Tal hinunter Richtung Süden. Und dann in Biasca trifft dieses Tal, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, schreibt dann noch hier oben. Trifft auf das Gotthardtal. Das heißt auch anders, aber ich nenne es jetzt mal so. Und dann geht es wieder Richtung Norden. Über den Gotthardpass
nach Hause. Herrliche Abendstimmung. Die Temperaturen passen. Die Laune passt. Super. Also, jetzt sind wir also wieder unten im Tal. Und jetzt geht's ein Stück auf die Autobahn Richtung Norden, Richtung Gotthard. Das habe ich gerade gesehen. Zürich 177 Kilometer. Schon noch ein ganzes Stück. Jetzt nach der ganzen Pestefahrerei ist ein bisschen Autobahnfahrt eigentlich ganz angenehm. Da braucht man sich nicht so zu konzentrieren und kann ein bisschen entspannen. So, gucken wir nochmals auf der App, wie der Gotthardstau aussieht. So, also wir haben uns jetzt entschieden, aufgrund von dem Stau vor dem Gotthardtunnel, obwohl der ist jetzt nicht so mega groß, aber trotzdem, die Zeit, die es braucht, um oben drüber zu fahren, ist kürzer als durch das Gotthardtunnel. Dann machen wir doch das. Dann hätten wir heute 5 große Alpenpässe geschafft. Das ist auch nicht schlecht. Er hat schon noch viel Stau. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, über den Pass zu fahren. Weil mit dem Motor, ich kann nicht mehr sprechen. Mit dem Motorrad über den, mit dem Motorrad. Also, ich gebe es auf. Mit dem Motorrad im Stau zu stehen, ist kein Spaß. Ne? Verstanden? Ei. Jetzt sind wir in Airolo. Das ist jetzt das letzte Dorf vor dem Gotthard. Passo San Gottardo. Aber meine Dings zeigt geradeaus. Das Navi will, dass ich geradeaus fahre. Ja, schön frisiert. 50 Kilometer ist es der gefahren. Der Gotthard ist eine sehr gut ausgebaute Straße, zumindest von der Südseite. Also wenn ihr Stau hat vor dem Tunnel, dann ist das eine sehr gute Alternative. Kann ich jedem empfehlen. Ja, wieder sensationell hier oben. Hier oben gibt es sogar Windräder und dann noch Mastbewelke. Gigantisch groß. Übrigens, da drüben hat es vorher unterbrochen, jetzt weiß ich nicht, ob ihr es gehört habt. Da vorne beim See hat man ganz viele Camper gesehen. Und in der Schweiz ist es so, dass man oberhalb der Baumgrenze, also oberhalb von ungefähr 1800 Meter, campieren darf, ganz legal. Guck mal, das da unten, das ist das Kamin vom Gotthardtunnel. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Fahrräder, die Autos überholen. So, hier gibt es noch einen speziellen Aussichtspunkt. Und zwar haben wir die in der Schweiz so eine Grand Tour, wie man das betonen möchte. Und die hat Routen durch die ganze Schweiz mit besonders schönen Aussichtspunkten. Und da kann man hier durchgucken durch den Rahmen und dann sieht man was Schönes. Boah! Turm von Hospenthal. Das ist der Wahnsinn. Aber auch sonst ist die Aussicht hervorragend. Übrigens, diese Straße da unten, die sind wir heute Nachmittag schon mal gefahren. Da vorne ist wieder Andermatt. Also dieses kleine Stück
von hier bis da ist das einzige Stück, das doppelt gefahren wird. Gute Route, hä? Ich verlinke euch dann den kurvigen Code nach unten in der Beschreibung. Ich denke, dieser Platz ist eigentlich würdig für ein Pfeifchen. So, ich glaube, dieser Ort war nicht nur würdig für ein Pfeifchen, sondern auch gleich würdig, um Tschüss zu sagen, weil hier schließt sich eigentlich der Kreis. Da vorne in Andermatt sind wir schon gewesen. Jetzt sind wir wieder hier. Also, jetzt geht es nur noch auf der Autobahn nach Hause. Und ich bedanke mich fürs Mitkommen. War eine sehr, sehr schöne Tour. Knapp 500 Kilometer und 5 Alpenpässe. Das war, hat alles sehr gut geklappt. War wunderbar. Also, vielen Dank fürs Mitkommen und wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke drückt, dann seht ihr neue Videos von mir ganz bald. Übrigens kommt bald die Marokko-Reise. In so ein paar Wochen. Okay. Und tschüss.